Nach einigen Studien ist vorzeitige Ejakulation die häufigste sexuelle Problematik von Männern unter 60 Jahren. Danach, ab 60, kann man feststellen, dass Erektionsprobleme eher zunehmen, aber unter 60 gibt es manchmal Zahlen zwischen 5 bis 30, einige Studien behaupten sogar 35% aller Männer, die quasi mehr als einmal, sondern eher regelmäßig, heißt mindestens 6 Monate unter vorzeitiger Ejakulation leiden. Das ist nicht nur eine Menge, sondern wenn man sich dem gegenüber anguckt, wie viele davon tatsächlich sprechen oder in Therapie professionelle Unterstützung aufsuchen, dann wird es ziemlich dunkel aus meiner Sicht. Nur 9%, das sagt eine andere Studie, aller betroffenen Männer haben jemals Unterstützung durch einen Profi aufgesucht. Die schlagen dann meistens natürlich erstmal bei Fachärzten auf, meinetwegen bei Urologen oder eben auch Andrologen. Und gucken, dass sie für ihr Problem, das sie zumeist schwer greifen können, irgendeine Art der Lösung finden. Ich finde, da sollten wir dringend was dafür tun, dass dafür halt auch mehr, dass das Ganze eben auch tabufreier besprochen werden kann unter Männern. Ich habe versucht, meinen Beitrag dazu zu leisten, indem ich ein Buch veröffentlicht habe, das heißt Lust statt Frust, erschienen bei Goldmann 2023, und darin skizziere ich eine Möglichkeit, mit vorzeitiger Ejakulation die erstmal zu explorieren, sich darüber besser kennenzulernen, und stelle auch eine Vielzahl an verschiedenen Methoden und Übungsmöglichkeiten vor, sodass du eben, wenn du betroffen bist, eine Idee gewinnen kannst, was kann man machen, wo finde ich Unterstützung und was kann ich vielleicht auch für mich alleine machen. So, was sind so die Punkte, die ich in diesem Video noch erläutern möchte? Zum einen, viele Männer kommen zu mir und fragen, das ist, glaube ich, mit das häufigste, die häufigste Frage, was sind die Gründe dafür? Ja, warum habe ich das? Und ich finde, als erstes, eine Botschaft möchte ich als erstes geben, die Frage nach dem Warum hilft selten bei der Überwindung einer sexuellen Problematik und noch weniger bei der Überwindung von Ejaculatio Praecox, heißt vorzeitiger Ejakulation. Warum? Warum sollten wir die Frage nach dem Warum nicht stellen, sage ich mal? Weil die Gründe üblicherweise multifaktoriell sind. Das heißt, es macht relativ wenig Sinn zu sagen, naja, da gibt es irgendeinen Grund und den wollen wir rausfinden, weil meistens spielt eben die biologische Grundausstattung, die wir mitbekommen haben, zum Beispiel in jungen Jahren, als wir gelernt haben, uns eben sexuell auch zu engagieren, eine Rolle. Dann natürlich mein Umfeld, was habe ich vielleicht auch verinnerlicht über Sex? Ja, ich sage mal, das soziale Umfeld und auch die kulturellen Werte und dann natürlich auch die persönliche, heißt psychologische Entwicklungsgeschichte. Das Ganze fließt ein, das heißt, jede sexuelle Störung ist immer multifaktoriell, immer biopsychosoziale Faktoren greifen ineinander. Ja, das ist eben gar nicht so einfach zu wissen, was ist der Grund. Zweitens, wenn wir den Grund haben, haben wir eigentlich auch nicht wirklich was. Weil dann haben wir nämlich damit zu tun, angenommen, ich würde dir sagen, als Sexualtherapeut, würde ich dir danach sagen, sowas wie, naja, das liegt eben daran, dass du eine Mutterbeziehung hast, die irgendwie nicht angemessen war oder sowas, ja, dann hast du ja nicht wirklich was im Hier und Jetzt zur Lösung beigetragen. Deswegen ist die Frage nach dem Warum eine, die würde ich dir als erstes empfehlen, die eher abzulegen und dich eher zu fragen, wie sieht es in mir innerlich aus? Also aus meiner Perspektive ist der wichtigste und erste Schritt für Männer immer nach innen, den Blick nach innen zu richten. Sich also nicht mehr zu fragen, wo kann ich Gründe finden und wo finde ich Tools und Techniken, die mir dann wirklich helfen, sondern wie kann ich den Blick nach innen richten und mich selbst besser kennenlernen. Und nochmal eins, das ist keine esoterische Weisheit, sondern ich habe meistens damit zu tun, dass im Gegenteil betroffene Männer sich überhaupt nicht kennen. Ich frage die manchmal, wie fühlst du dich in deinem Körper? Und dann ernte ich manchmal fragende Blicke. Und manche antworten dann mit Bewertung wie gut oder normal, was eben kein Gefühl ist. Das ist mir nochmal wichtig. Also, erster Schritt, richte den Fokus nach innen. Mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht in Sexualtherapie, mehr haben wir nicht bei uns in unserem Ansatz der beziehungsdynamischen Sexualtherapie und mehr haben wir nicht in unserem Leben. Wir haben nur uns, wir haben nur unsere innere Wahrnehmung und damit halt auch unsere Impulse, die dann natürlich, wenn wir sie übersehen, meistens zu sexuellen Problematiken führen. Also da liegt eben auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Zweitens, was wir Ganze noch tun, und zwar auch gegebenenfalls ohne Therapie, erstmal ohne Therapie, ohne Sexualtherapie, ist, dass du lernst, über diese Dinge zu sprechen.
Ja, auch das ist leichter gesagt als getan, weil wir haben beispielsweise damit zu tun bei uns, dass eben ja gerade Männer sehr, sehr selten überhaupt professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen, das habe ich am Anfang gesagt, und gleichzeitig dann besonders stumm sind. Das heißt, ich hatte letztens zum Beispiel ein Gespräch mit einem Mann, der äußerst eloquent ist in seinem Beruf. Ja? Aber ich habe fast, also der hat eine Frage gestellt, dann habe ich immer wieder gefragt, gibt es noch, ja, wie geht es Ihnen damit, wie ist es jetzt, wenn ich das so schildere? Und es kam kaum Resonanz. Und das sage ich wirklich wertschätzend. Ich glaube, dass vorzeitige Ejakulation auch damit einhergeht, dass wir eben kommunikativ noch keinen Zugang zu uns und unseren inneren Aspekten gewonnen haben. Und das kann man üben. Es ist nicht leicht, weil viele Männer, denen ich das vorschlage, sagen, um Gottes Willen, das ist so peinlich, da möchte ich nicht drüber sprechen, aber es ist durchaus möglich. Das heißt, wir müssen manchmal auch in den Bereich des Peinlichen vordringen. Das geht leider nicht anders, weil wenn es peinlich ist, dann hat das manchmal auch damit zu tun, dass es Bereiche sind, die ich mir sehr lange nicht mehr angeguckt habe, ja, die nicht mitwachsen konnten, die vielleicht auch kindlich sind und die mir deswegen auch unangenehm sind und deswegen ist es mir auch unangenehm, die zu zeigen. Ja. Und damit werde ich sie natürlich zurückhalten. Und ich könnte sagen, was wir zurückhalten, zeigt sich uns manchmal im Bett. Deswegen ist der wichtigste Schritt, lerne über diese Dinge, die du vielleicht als Unsicherheiten, als Unzulänglichkeiten bezeichnest oder auch erlebst, zu sprechen. Am einfachsten ist das dann meistens so mit Freunden. Ja, und ich kenne das halt selber so oder auch von vielen Erzählungen, dass manche Männer eben sagen, das kann ich doch nicht mit einem Mann besprechen und das ist mir total unangenehm oder sowas. Und dann machen sie es dann doch irgendwann und dann kommt raus, dass plötzlich eine Art von Nähe und Verbundenheit da ist, die sonst gar nicht da war. Plötzlich kriegt man mit, es geht eben vielen Männern ähnlich. Viele ziehen sich mit ihrer Unsicherheit zurück, ja, leiden dann quasi für sich und haben das Gefühl, ich bin der Einzige, bei dem etwas nicht funktioniert. Und deswegen ist es eben entscheidend, damit einfach in Beziehung zu treten, zu sagen, Mensch, da gibt es was in mir, wie sieht das eigentlich bei dir aus? Und siehe da, oder beziehungsweise meistens ist zu beobachten, dass je öfter man diesen Weg eben wählt und sich eben damit mitteilt, umso leichter wird es dann manchmal. Ja? Und es ist eben nicht nur, dass wir darüber reden, sondern wir entwickeln darüber auch eine andere Beziehung zu unserem Innenleben. Und das ist mir besonders wichtig. Ja, weil es eben manchmal auch so vermittelt wird, so nach dem Motto, warum soll ich darüber reden? Das ist eine berechtigte Frage. Und ich würde antworten, weil dir dann möglich ist, dich anders zu betrachten und Dinge auszudrücken und damit halt auch die Angst davor zu verlieren. Also für mich ist Kommunikation mit anderen auch die Möglichkeit, neue Dinge zu entdecken oder auch verschüttete Aspekte in unserer Persönlichkeit wieder auszugraben und wieder zu entdecken. Das ist zentral und damit beginnt halt auch ein ganz, ganz wertvoller Heilungsprozess. Dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Übungsmöglichkeiten auf dem Markt und die kann man selbstverständlich auch nutzen. Also es gibt durchaus hilfreiche körperliche Übungen, es gibt durchaus hilfreiche Reflexionsübungen und ich möchte nochmal auf mein Buch verweisen. Da empfehle ich nämlich viele oder schilder die auch so, dass man sie leicht umsetzen kann, entweder mit Partner, mit Partnerin oder eben ohne. Also das heißt auch für sich alleine. Und sollte es dann nicht weitergehen, dann empfehle ich natürlich, eine Sexualtherapie in Anspruch zu nehmen. Ja, ich glaube, dass vielfach man auch sich selbst kennenlernen kann aufgrund von Übungen. Aber wenn du beispielsweise merkst, ich leide schon sehr lange und ich weiß auch gar nicht, wie komme ich weiter und ich mache eben auch keine Übungen und ich merke, dass ich auch da verdränge und mein Problem eben auch der Verdrängung unterliegt, dann kann ich nur empfehlen, es spricht nichts dagegen, jemanden, der professionalisiert, sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, in Anspruch zu nehmen. Ja, das ist völlig nicht nur menschlich, sondern das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich schwach bin oder sonst was, sondern es gibt eben Aspekte in uns, die können wir nicht alleine entdecken. Da brauchen wir jemanden von außen. Wir brauchen jemanden, der die passenden Fragen stellt, der uns vielleicht auf uns zurückwirft. Und das ist professionell oder das ist eben auch stark, finde ich, wenn ich eben sage, ich bin zu schwach oder zu unbewusst, um die Aspekte, die mir eigentlich helfen, ja, ins Bewusstsein zurück. Dann kann man ruhigen Gewissens sich Sexualtherapeutinnen auch entsprechend da Unterstützung aufsuchen oder eben bei niedergelassenen PsychotherapeutInnen, die dann entweder in einer der Schulen meistens tätig sind, die eben auch zu den Richtlinienverfahren gehören. Das sind
Psychoanalyse, tiefenpsychologisch orientierte Verfahren, systemische Therapie oder eben auch Verhaltenstherapie. Und da würde ich immer empfehlen, such jemanden, bei dem du das Gefühl hast, der fühlt sich verstanden. Such jemanden, bei dem du das Gefühl hast, der muss dich nicht verbessern, der muss dich nicht verändern, sondern du hast die Möglichkeit, dich in aller Ruhe zu explorieren und darüber eben auch ja, mit Ruhe den Blick nach innen zu richten. Das ist das, was ich dir wünsche. Bei weiteren Fragen kannst du natürlich auch jederzeit bei uns eben am Berliner Institut für Beziehungsdynamik uns eine Frage schicken, natürlich auch mit uns arbeiten. Auf der Seite von uns findest du eben auch viele Informationen zum Thema und natürlich auch, und das ist eben hier unter dem Video auch verlinkt, möchte ich hier auch nochmal mein Buch nahelegen. Lust statt Frust heißt das Ganze, erschienen bei Random House Goldmann 2023. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis bald.